nächsten Beitrag. Und zwar eine Sängerin, die auch ganz in der Nähe und zwar am gleichen Ort wie heute Abend schon mal eine Formation, nämlich aus Baden ganz genau. Sie ist 22 und hat mit ihren 22 Jahren schon bereits 90 Auftritte absolvieren, sei das in der Schweiz, sei das in England, aber auch in Trinidad. 2006 bis 2008 ist sie mit ihrer Coverband unterwegs gewesen. Und zwar hat sie Primetime geheissen, und zwar durch die ganze Schweiz. Ist aber auch schon im Tele Zürich auf Videoclips gesehen gewesen. Sie möchte sie mal ganz, ganz weit bringen. Sie tut ihre Songs selber schreiben und sie lässt sie dann Alex Jewils in England und in Trinidad aufnehmen, in den Studios produzieren. Sie schafft hart an sich und sie möchte international, aber auch in der Karibik bekannt werden. Wir grüßen Sie jetzt ganz herzlich bei uns, Natalia Woller! Schön im Blau, wunderschönes Outfit. Natalia, wie kommt man auf England und auf Trinidad, wenn man zu Baden aufgewachsen ist? Also, eigentlich bin ich geboren in Trinidad und ja, darum Trinidad. Ich gehe immer wieder dorthin und ja, gut Kollegen besuchen und so. Und habe ich auch gedacht, ja, jetzt fange ich mal auch an, ein bisschen Musik machen dort. Ein bisschen den Vibe von der Karibik hineinbringen. Ja, und dann später eben, ich habe ein bisschen Musik gemacht in der Schweiz und dachte, ich möchte das wirklich richtig angehen. Und habe mich entschieden, um auf England zu gehen, um dort ein Studium zu machen. Und ja, hoffe, es kommt gut. Studium, also zuerst einmal, mit wie vielen Jahren bist du von Trinidad in die Schweiz gekommen? Also dort bin ich noch ein Baby gewesen. Das Baby gewesen, aber ist deine Mutter oder dein Vater? Mein Vater ist von Trinidad, ja. Daher natürlich auch die Wurzeln. Und du sagst, du studierst in England. Ja. Was studierst du ganz genau? Musik, also ja, Musik. Musikwissenschaft, ja, das ist ja toll. Du hast natürlich den englischen Slang total drin. Und du hast dir das höchste Ziel gesetzt, du willst international wirklich den Durchbruch schaffen. Hast denn du in England auch die nötigen Beziehungen zu diesen guten Produzenten? Wer ist das? Haben die schon andere produziert? Oder hilf uns da ein bisschen weiter, dass wir ein bisschen Bescheid wissen? Also, ich habe einfach in der Schule eigentlich mit Leuten angefangen zusammenzuarbeiten und angefangen auch co-schreiben und auch Lieder jetzt von anderen singen. Aber ursprünglich habe ich immer alles selber gemacht, habe einfach gemerkt, das ist zu viel Arbeit für, ja, für die Anfrage. Auch. Du musst einfach wirklich mit anderen zusammenarbeiten. Und ich habe wirklich super Leute gefunden und ich glaube, ein gutes Team kommt da zusammen. Du hast die Eigenschaft, dass du sehr schön kannst singen. Hat denn die Mutter dir das in die Wiege gelegt? Oder gar wenn der Vater? Also ja, also die Mami hat manchmal eben halt so gut Nachtliedli gesungen und so. Und dann schaust du einfach. Aber ja, ich glaube, es kommt schon ein bisschen von dort vielleicht. Kommt schon ein bisschen von dort her, hast du im Blut. Jetzt so junge Sängerinnen wie du und so in der Weltgeschichte umeinander reisen, da gibt es ja einiges, was man erlebt. Was ist denn dein Guter und dein schlechter Mödeli? Also das Gute ist eben, ich versuche immer, ich bin immer positiv eigentlich, also das komme ich immer wieder zu hören. Und das Schlechte ist, also weil ich so viel muss organisieren und machen, bin ich viel am Computer und ich wäre gerne einfach auch ein bisschen weniger dort. Ja, das glaubt, da könnt ihr Haufen anfühlen. Gut, dass das mal jemand gesagt hat in der heutigen Zeit, gell? Die Kisten halten einmal ziemlich auf, aber ohne geht's nicht. Ja. Hast denn du ein wunderbares Erlebnis schon gehabt in deiner doch eigentlich schon beachtlichen Karriere, die du hinter dir hast? Ja, also wirklich Spass hat mir halt vor allem gemacht, dass ich halt mit dieser Coverband auftreten durfte. Ich hatte dort noch nicht so viel Erfahrung und habe die Möglichkeit bekommen. Und es war einfach wahnsinnig, oder? Weil ja, alles, also man hat alles gehabt, was man braucht und einfach müsste sich gut vorkommen. Schön. Und du schreibst deine Songs ja, wie gesagt, hauptsächlich selber, gell? Mhm. Was hören wir jetzt? Also zuerst, der erste Song ist jetzt geschrieben von Daniel Breyer und der zweite habe ich geschrieben mit der Band zusammen. Und ja, das sind jetzt die Songs. Okay, wie heisst Statement. Statement, ja, ja gut. Dann wünschen wir viel Vergnügen beim Statement mit Natalia Woller. Okay.